So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir wollen heute dieses Catcar oder dieses, ja, was ist das, ein Catcar? Ja, auftunen, beziehungsweise ein bisschen festschrauben, ein paar Schrauben festschrauben und wieder ein bisschen verbessern. Und wie heißt mein Bruder und sein Freund sind noch dabei. Und ja, das ist jetzt 6 Jahre alt, ne? Hast du gesagt? 6 Jahre alt und ja, es läuft ganz gut. Ich mache jetzt einfach mal eine Testfahrt, damit ihr seht, was Sache ist oder was hier eben das Problem ist an dem Ganzen. Warte, weil rückwärts hängt das ja immer. Warte. Oder geht schon direkt rückwärts? Geht eigentlich. Siehst du, dann ist es ja gut. Also es fährt, man sieht es ja. Ich fahre jetzt einfach mal eine Runde und dann schauen wir mal. Und dann seht ihr ja auch bestimmt, was da dran ist. Also man hört es ja. Bleib mal hier. Jetzt zeige ich dir mal, warum der. Mach mal, dass es vorwärts geht. Schau, das ist halt auch das Problem. Ja, das ist. Oder ist es eigentlich immer so? Keine Ahnung. Hä? Das habe ich mit 7 Jahren bekommen. Irgendwie mag es jetzt nicht mehr. Schick dir mal. Schieb mal ein bisschen, geht es? Vielleicht mag es dann wieder. Ja, das ist eben das Problem. Das wie bei einem Traktor. Warte, lass mal. Ich zeige dir, warum der Reifen hier. Warte, komm mal runter, lass mal, dass sie sehen. Wackel mal den Reifen, damit die sehen. Ja. Ich weiß, warum der locker ist, weil der Druck da ist, wenn ich so mache. Warte. Warte mal, schau. Weil ich mache halt immer ein bisschen Zirkus. Warte. Deswegen ist halt immer auf den Reifen alles. Na. So. Ja, und das Problem daran ist einfach, dass ja, die Sitze wackeln, der Spoiler hinten, der klemmt immer, wenn man den zum Beispiel. Man kann den auch rausnehmen. Man kann hier alles raus. Und nehmen wir alles raus schon mal. Und der hängt halt, wenn man den dann. Also, die halt so festmachen, ich meine, es geht, aber zum Beispiel beim Rausnehmen, dann geht es ein bisschen härter. Genau. Und das wollen wir einfach ein bisschen verbessern, das Ganze. Des Weiteren wollen wir hier vielleicht das Brett auch noch mal rausbauen. Das wackelt ein bisschen. Neues Brett rein, das wo vielleicht ein bisschen länger ist. Und hier halt festschrauben, damit es dann auch richtig fest ist. Und die Stange zum Beispiel wollen wir auch ein Stück weiter vormachen, damit die dann, wenn man drauf sitzt, damit es dann gerade ist. So ist das hier dann alles. Ja, ist halt hier verrostet und vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen Schmiere dran machen und ja, vielleicht wollen wir dann auch noch, also das machen wir dann am Schluss wahrscheinlich, ja. Wollen wir es dann noch ein bisschen lackieren. Beziehungsweise ja, haben wir da, wo halt eben keine Farbe mehr ist, wollen wir halt ein bisschen lackieren. Beziehungsweise eigentlich im Kompletten natürlich hier vorne lackieren. Das hier vorne wollen wir auch nochmal abbauen. Das Blech hier, das hat hier halt eine Delle drin. Entweder wir machen es ab und biegen es wieder gerade oder wir machen es komplett weg und lassen es weg oder so oder machen Neues dran. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Ja, irgend sowas. Wir wollen es dann auch, wenn wir es lackieren, vielleicht, ja, einen Kanalnamen draufschreiben. Seinen Kanalnamen vielleicht auch. Wissen wir noch nicht. Soll halt für jeden gerecht sein. So, weil ich meine, wenn du halt irgendwie nicht mehr fährst, ja, stimmt auch wieder, ja. Da steht halt dein Name drauf oder. Ich würde lieber YouTuber-Namen weglassen dann.
Ja, wenn ich machen wir einfach eine schöne Farbe oder. Willst du halt 936 wenigstens? Oder zwei genau. Schöne Farben ich oder so. 936 vorne, oder? Ne, das ist ja dann zu klein, die Zahlen, also die Zahlen. Ja, muss man ja, mal gucken. Irgendwo hinterm Sitz oder hier, keine Ahnung. Ich meine, Dester ist halt auch schon alt, aber ohne Dester, warte, das kann man hier irgendwie abmachen. Ja, aber das schaut halt ein bisschen blöd aus, ja. So ein Käfer, weißt du, finde ich. Das schaut halt, ja, ein bisschen blöd aus. Oder ich würde das jetzt, warte, so umdrehen. Und hier halt die ganzen Roststellen, die wollen wir halt auch noch überlackieren. Praktisch, damit die Rostflecken wieder weg sind. Und, ja. So sieht eigentlich schon besser aus, oder? Ansonsten, naja, meinen Reifen müssen wir jetzt nicht aufpumpen. Die sind eigentlich noch echt gut. Aber die muss man oft aufpumpen, weil die hier kaputt ist. Der hier, glaube ich, sogar. Ja, stimmt, da war sogar ein Reifen kaputt. Müssen wir mal gucken, vielleicht dann einen neuen Reifen dran machen. Und, ja. Gut. Abschiedet sich. So weit, so gut. Ich mache jetzt hier mal eine kurze Pause und dann gucken wir mal, was wir schon mal machen können. Ja. Zeig doch mal den Koffer, mit was wir jetzt machen. Genau. Zeige ich mal das Werkzeug noch. Also wir haben hier einen schönen Werkzeugkisten, Kiste. Kasten, ja. Ja, mit Schlüsseln, verschiedene Größen, Zangen, hier unten ein Ratschen. Satz und ja, mit einer großen Ratsche, einer kleinen, verschiedene Anbauteile, ich weiß auch nicht, wie es genau heißt, verschiedene Nüsse, und hier unten hätten wir sogar auch noch Zeug, also eine Wasserwaage, Hammer, Cuttermesser, Schere, ja, also ist alles da. Auch wenn es passen würde, würde das halt jeweils da reinbekommen. So. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das machen. Also so dagegen, glaube ich. Das probieren wir jetzt einfach mal. Das filme ich jetzt nicht alles. Ich filme einfach nur vielleicht die Ergebnisse dann oder was man dann eben auch, ja, wenn wir fertig sind oder so, dann zeigen wir das dann. Also ich zeige praktisch die Fortschritte, die wir dann machen dadurch und vielleicht hier und da mal, wenn wir was festschrauben oder so, aber alles zeige ich nicht, das wäre viel zu lang. Und ja, dann schauen wir probieren jetzt mal ein bisschen rum und ja, dann mache ich mal einen kleinen Cut rein und bis gleich. Mal ein paar Sachen festgeschraubt abgebaut. Ich fange jetzt mal mit dem größten oder mit der größten Änderung an. Wir haben jetzt hier das Brett weggemacht. Das, was hier unten dran war, das haben wir weggeschraubt. Da waren Probleme, viele Probleme. Ja, das hat ein bisschen länger gedauert. Da haben wir jetzt lange gebraucht. Hier liegen jetzt auch die ganzen Schrauben mit drin. Eine Mutter, die ist jetzt irgendwie in der Stange drin da hinten. Und es klappert ein bisschen. Wir haben uns jetzt schon gewundert, was das ist. Und ja, und da unten, weiß nicht, sieht man es vielleicht, die Mutter, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist da jetzt die Mutter drin. Egal, vielleicht. Wahrscheinlich von hier, warte. Vielleicht stört es nicht. Nein. Warte mal. Es war andersrum dran. Auf jeden Fall haben wir jetzt das abgeschraubt. Die Stange und das Brett. Dann haben wir noch hier vorne, welche Schrauben waren das? Ich glaube, das waren die hier, oder? Nein, es war die hier. Das war die hier, die Schraube, die haben wir dann auch noch festgeschraubt, damit es nicht mehr so wackelt. Und hier das hinten. Das haben wir versucht, aber es ging nicht. Ja, das hier wollten wir eigentlich auch noch abmachen. Das Schild. Ja, das müssen wir mal Reifen gucken. Da müssen wir halt dann vielleicht überlackieren oder so. Müssen ja, mal schauen. Reifen ging auch nicht. Weil so toll schaut es nicht aus. Und dann haben wir hier noch die Bremse festgezogen. Hier die Schraube. Und das war halt ziemlich locker. Wir haben es dann ein bisschen fest angezogen gehabt. Dann haben wir es wieder ein bisschen lockerer gemacht, dass man es noch anziehen kann, die Bremse. Dass sie alleine wieder aufgeht. Und dann wollten wir eigentlich hier
die Schraube festmachen, aber da dreht sich dann die Pedale mit und das ist dann auch wieder blöd. Das haben wir jetzt einfach mal so gelassen, das glaube ich gehört auch so, dass es ein bisschen wackelt. Und ja, dann beiden bauen jetzt mal noch die Sitze dran, beziehungsweise den einen Sitz und den Spoiler, ja, kannst du mal dran machen, ja. Und dann fährt mein Bruder mal eine Runde damit, nochmal eine längere Runde und ja. Länger? Ja, schon. Setz mal auf. Sieht man da was überhaupt hier? Sieht man den Lenkrad? Gerade, ja, sieht man eigentlich ganz gut, ja. Okay. Passt eigentlich, ja. Filmt, ja, ne? Ja, filmt. Okay. Also er fährt jetzt mal eine Runde. Nicht, dass jetzt halt wieder die Kette hier... gib mal den Kissen, damit es nicht am Rücken so weh tut. Ja, stimmt, Polsterung, wir müssen ja auch mal machen, ne? Ja, eine Polsterung wollten wir dann auch noch machen, aber das müssen wir wahrscheinlich ins Sitz reinbauen. Da musst irgendwie du was zensieren. Ja. Ist ja nicht so viel. Schön. Okay, dann. Ich wünsche euch viele Abonnenten und schauen euch Spaß. Tschüss. Es klappert immer noch ziemlich, ne? Also ich fahre es mal runter. Sieht lang. Ja. Ja, wir haben den Sitz hier weggelassen. Ich fahre jetzt alleine. Und ich mach mal. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Huhu, was im. Geht leider nicht damit. Machen wir mal hier ein bisschen Speed, ein bisschen mehr. Ich hoffe mal, der Robbie Rob wird mal dann mehr Videos damit machen. Und hier sieht man ja alles so. Wurde ich zu langsam. Egal. Wow. Wie es mich mir den Reifen weggezogen hat. So, boah, rückwärts habe ich das noch nie gemacht.
Jetzt dauert es wieder, bis es vorwärts geht. Ja. Dann fahre ich mal rückwärts einfach. Jetzt geht's vorwärts. Ist halt nicht leicht, dieses Ding. Ist schon schwer. Scheiße. Wow. Na toll. Ist also hier, das ist Spoiler, ist auch da, die Bremse, ist ganz einfach, simpel gebaut. Puh. Rückenschmerzen gegen den Sitz. Nein, nicht schon wieder. Ein paar Unfälle fast passiert. Bin fast umgekippt. Ich habe das mit zwei Rädern oder ein Rad hoch rückwärts gemacht. Das passierte. Ja. Gut, das war's dann eigentlich auch schon mit dem Video. Es wird natürlich dann auch noch ein bisschen mehr folgen, weil wir natürlich auch noch ein bisschen mehr gebaut haben oder wenn wir dran weiterbauen. Wir wollen ja jetzt dann noch ja, hier wieder ein Brett drunter machen natürlich, damit es dann wieder hier gesichert ist. Die Stange Farbe wieder sollen dran. Wir das lackieren? Lackieren, genau. Ja genau, ihr könnt ja mal reinschreiben, welche Farben und was wir in welche Farben machen sollen. Ja, bunt nicht so, ich sag mal so in zwei, drei verschiedene Farben, sag ich mal. Hier könnt ihr ja mal reinschreiben. Und ich werde auf jeden Fall nicht meinen Kanalnamen draufschreiben und auch nicht den von meinem Bruder oder so, weil, okay, Magic. Wir haben aber auch mal vorgehabt, vielleicht. Ich weiß nicht, ob sie machen, Motor einzubauen, wäre lustig. Ja, ein Motor, ja, müssen wir mal gucken, das da, wie wir das hinkriegen. Ich bin jetzt auch nicht so der Mechaniker, aber Mechaniker-Profi oder so. Aber auf jeden Fall, ja, was wollte ich jetzt sagen? Auf jeden Fall wollen wir da noch ein bisschen was dran machen. Wir wollen natürlich auch hier überall diese Rostflecken und alles, was halt hier rostet und so, müssen wir halt mal schauen. Vielleicht entweder überlackieren oder irgendein Mittel drauf machen oder sowas. So. Gut, auf jeden Fall. Die machen nur Scheiße schon wieder. Auf jeden Fall. Ja, war es soweit von dem Video. Wollt ihr noch was sagen? Okay. Bra. Ja. Jetzt komm mal raus. Nein, ja, wollt ihr jetzt noch was sagen? Oder was? Weil dann beende ich das Video jetzt. Nein, ich muss was sagen. Ja. Bra. Nur aufgezündet, ich wissen schon. Wann fährst du Quad? Wenn ich meinen Führerschein habe, dann fahre ich Quad. Ja, auf jeden Fall. Ja, wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video.
schreibt mir ein paar Kommentare, ne? Ein paar Vorschläge wegen der Farbe oder sonst auch noch Vorschläge, wenn wir jetzt noch irgendwo was anbauen sollen oder ich weiß nicht, auf dem Spoiler zum Beispiel noch was machen sollen oder statt dem Spoiler irgendwas anderes oder so. Ja, eine Flagge vielleicht oder... Nein, so ein Spaß. Keine Ahnung. Ja, warum nicht? Könnt ihr ja mal alles reinschreiben, Farben und so und was man noch dran bauen könnte. Und ja, dann ja, wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt ein paar kleine Kommentare. Die Rampe ist fertig, das habe ich schon gezeigt. Wir müssen jetzt dann auch mal noch schauen, dass wir noch ein Video machen, wann wir, wie wir drüber springen. Das müssen wir dann auch mal noch machen, wenn wir Zeit haben. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Servus.